Yo Leute, was geht und willkommen zu diesem Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr dieses Video ganz einfach nachstellen könnt. Oh, und da ihr noch nicht weggedrückt habt und ich eure Aufmerksamkeit habe, würde ich sagen, schnappt euch eine Tüte Popcorn und let it rain. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich sagen, müssen wir erstmal ein bisschen schärfer sehen und deswegen geht mal bitte unten auf das Zahnrad und klickt auf 4K oder 1080p, je nachdem wie schnell euer Internet ist. So, jetzt sind wir hier in After Effects und gleich zu Beginn kommt hier dieser Bildschirm auf und wir klicken einfach auf hier Doppelklick, einen Moment, hier bei dieser Project Layer Ebene klicken wir hier auf diese Fläche hier mit Doppelklick drauf, damit wir etwas hier in die Komposition reinladen können, in unsere Projektdatei. Dann wählen wir unsere Datei aus, in meinem Fall ist es hier meine, und laden die hier rein. So, die ist jetzt hier oben. Jetzt ziehen wir die hier auf dieses Icon, das ermöglicht uns eine neue Komposition zu eröffnen. So, schaut mal, ich habe am Anfang beim Filmen habe ich erstmal so getan, als ob ich die Flasche hier rausnehmen würde. Habe mit meiner zweiten Hand die etwas kleinere Flasche über die Reflexion im Spiegel gehalten und habe wieder weiter so getan, als ob ich die rausnehmen würde. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den dürft ihr wirklich nicht vergessen. Und zwar den ganzen Bildschirm, also alles, was ihr aufnehmt, wegzuräumen, damit wir den Hintergrund haben. Dass wir dann später diese zweite, also dritte Flasche sozusagen, wegretuschieren können. Also kommen wir erstmal zu dem Schritt, wo ich die Flasche aus dem Spiegel rausnehme. Und zwar hier. Ich habe ja erstmal so getan, als ob ich die Flasche ganz auf trocken hier rausnehme. Und da setzen wir einfach einen Cut hin. Und am besten ist es, wenn hier meine Hand ein bisschen Motion Blur beinhaltet, also ein bisschen Bewegungsunschärfe hat. Somit kann man dann den Cut besser retuschieren. Mit Steuerung Shift und D können wir diese Layer-Ebene schneiden. Gehen ein bisschen weiter vor, zu dem Moment, wo wir die Flasche dann in der Hand haben. Und warten dann noch ein bisschen. Ah, genau hier. Also da, wo ich dann die Flasche rausnehme, müssen wir noch einen Cut setzen. Hier Steuerung, Shift und D. Und dann können wir hier das in der Mitte, das ist ja alles unnötig, ist ja nur Überbrückung, entfernen mit dem Entfernknopf. Danach stehen wir das alles wieder zusammen und sollten dann eigentlich sogar schon hier perfekt diesen Effekt haben eigentlich. Das ist eigentlich nur ein Cut, mehr ist es nicht. Falls es jemand nicht wusste, hier, da haben wir dann die Flasche in der Hand. Oh, aber ich habe den Cut zu früh gesetzt. Naja, egal. Das ist sowieso nicht so wichtig, weil ihr das dann später wahrscheinlich professioneller bearbeiten werdet und euch mehr Zeit gebt. Aber ich erkläre es jetzt euch nur, deswegen mache ich es jetzt auf ganz schnell. Ich werde euch auch nicht zeigen, wie ich das ganze Video schneide, sondern jetzt nur wirklich teilweise. So, als nächstes kommen wir dann zu dem Punkt, wo wir das hier entfernen wollen, die Reflexion. Und dazu müssen wir dann diese zweite Ebene, was wir neu geschnitten haben, weil ab da beginnt ja dann sozusagen die Reflexionsverschwindungsaktion, müssen wir dann diese Flasche hier wegschneiden. Ihr fangt am besten hier von ganz vorne an, aber ich werde es euch jetzt zu Demonstrationszwecken mal hier zeigen. Ihr dupliziert erstmal die Layer, also diesen Layer hier, die Ebene, und geht bis zum Ende, wo ihr alles weggeräumt habt. Und drückt dann auf die untere Ebene und geht auf Rechtsklick Time, Freeze Frame. Das sorgt dafür, dass das jetzt ein Standbild ist. Hier, ich habe es jetzt mal weggemacht. Und wir sehen, dass das wirklich nur ein Bild ist. Auf jeden Fall können wir dann jetzt hier oben, die obere Ebene, mit dem Pen Tool einfach ausschneiden. So schneidet man es aus und jetzt haben wir das hier, nur eine Flasche im Bildschirm
Und wir klicken jetzt hier auf dieses Pfeil bei der zweiten, also beim oberen, auf Masken, Maske 1 und gehen auf Add. Also ihr müsst einfach auf Add klicken und dann kommt hier Subtract. Und wir klicken auf Subtract. Und somit haben wir das ausgeschnitten jetzt. So. Aber da wir ja hier die ganze Zeit die Bewegung haben und meine Hand die ganze Zeit davor ins Spiel kommt, müssen wir Keyframes setzen. Wir klicken die Maske an, gehen unter Mask Path auf die Stopwatch, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, und klicken dann da drauf. Und wie wir hier sehen können, haben wir dann hier so ein Keyframe. Das ist dann so ein Keyframe, so ein auf die Ecke gestelltes Quadrat. Und wenn wir jetzt mit Page Down und Page Up die ganze Zeit unsere Keyframes mal durchschauen, können wir sehen, dass das die ganze Zeit stabil hier bleibt. Und das können wir halt ändern, indem wir hier Key für Key, also Frame für Frame, das Keyframe. Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt grob machen. Richtig grob. Damit ihr halt wisst, wie das gemacht ist. Naja. Hier und dann geht dieser Keyframe die ganze Zeit mit. Und später, wenn ihr dann fertig seid, ihr müsst es dann halt natürlich ein bisschen ordentlicher machen, könnt ihr bei Mask Feather das hier auf 12 setzen. Das sorgt dafür, dass alles ein bisschen weicher wird. Dieser Ausschnitt wird weich. Hier mal ein Vergleich. Hier das ist 0. Und das ist schon 20. Also das wird immer weicher und weicher und weicher. Das könnt ihr halt auf 12 setzen. 12 ist ganz okay, finde ich. Und ja, wenn ihr dann fertig seid, habt ihr dann halt das fertige Video. Wenn ihr alles ausgeschnitten habt, alles gekeyframed habt, ist das Video auch schon vollendet. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Auch wenn es ein bisschen schwer zu verstehen war. Ich bin jetzt nicht der ultra krasse Tutorial-Profi. Ich mache es auch zum ersten Mal, gerade hier mein ganzes Leben. Und hoffe trotzdem, dass es verständlich genug war. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen, ein Abo. Und bitte schreibt mal in die Kommentare, welches Video ich als nächstes machen soll. Also welches Tutorial ich machen soll. Weil ich habe da mehrere Videos auf Instagram hochgeladen. Könnt ihr finden unter Supermorphs. Auch verlinkt in der Videobeschreibung. Geht da mal drauf und schaut euch meine Videos an und guckt mal, welches Video ich als nächstes tutorialen soll. Also haut rein, ciao Leute.